Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit den Glasgow Rangers hier in der dritten Saison, heute hier im Part Nr. 170 und zum 48. Part der dritten Staffel und damit herzlich willkommen hier an diesem Sonntag, den 12. April 2015 und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier heute vor dem Rückspiel der UEFA Europa League dritte Runde. Das Hinspiel hatten wir im 3D-Spiel vor einer Woche mit 4:1 gewonnen, stehen damit mit einem Bein schon im Achtelfinale. Wollen natürlich hoffen, dass wir eine Runde weiterkommen und dann würde ich sagen, machen wir dieses Spiel heute mal im Textmodus. Gehen dann rein und sagen, unsere Mannschaft heute kämpft um jeden Ball und damit auf geht's, Glasgow! Und mit den Klängen der UEFA Europa League darf ich euch ganz herzlich willkommen heißen hier in Madrid zur Begegnung Atletico Madrid gegen Glasgow Rangers. Sehen hier die erste gelbe Karte für Raúl García, der hier Ian Black im Tiefflug die Beine wegsenzt. Mit Gelb ist er da gut bedient, wir sind voll konzentriert, haben jetzt auch schon die erste Chance des Spiels. Starker Pass von Ian Black auf Kasa Niklic. Diese läuft ein Stück Flanktan von Scharf halb hoch in die Mitte. Oblak boxt das Leder weg, aber direkt vor die Füße vor Evans. Dessen Schuss passt genau in die Ecke. Tor! Tor Rangers! 1:0 George Evans. Dritte Minute. Und damit führen wir mit 5:1. Schöne Aktion von Koke. Scharf und flach bringt er den Ball da hoch in den Strafraum. Die direkte Abnahme von García streift noch den Außenpfosten. Auch hier wirklich starke Aktion. Siebte Minute, gleich die nächste Chance. Nach einer Ecke von Callum Patterson. Schwieriger Kopfball von John Dealey, aber heute Oblak geht auf Nummer sicher, lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Und die nächste Ecke folgt zugleich von Olkowski, zieht den Eckschuss von der rechten Seite vom Tor weg. Der Ball ziegelt vor die Füße von Kasa Niklic, dessen Schuss geht aber links am Tor vorbei. So, Arda Turan, der Türke von Atletico, zieht hier die gelbe Karte, konnte Aaron Lennon nur mit einem gefährlichen taktischen Foul stoppen. Zieht dafür die gelbe Karte. So, jetzt die neunte Minute. Freistoß, Ian Black. Ian Black versucht es mit einem Freistoß aus fast 30 Metern, hebt den Ball doch ein gutes Stück um das Tor von Jan Oblak. Wir haben die Chance hier für Atletico. Raúl García legt für Baptistão auf und er zum Ausgleich. Da werden doch Erinnerungen wach an diese Hymne, die wir ja damals schon drin hatten, als es im FM14 ja gegen Atletico ging. Und wir haben das 2:1 für uns durch John Dealey. Ich würde mal sagen, postwendende Antwort hier. 13. Minute, 2:1. Haben jetzt in der Addition 6:2. Also das heißt, 4 Tore bräuchte Atletico. Einfach nur überragend, was unsere Jungs machen. Jetzt Chance Atletico. 100%ige. Eine unglaubliche Combination. Mit 4 schnellen Pässen wird die Abwehr der Rangers durcheinander gewirbelt. Dann legt Garcia für Mandzukic ab. Und er verwandelt zum 2:2. Damit sind hier praktisch wieder beide ausgeglichen. Also was für eine Phase hier. Raúl García zieht aus der Distanz ab, setzt das Leder aber ein gutes Stück über den Querbalken. Also das ist eine wirklich spannende Europa League Partie hier. Tore um Tore. Kasa Niklic zieht eine Lücke in der Colchoneros Verteidigung. Startet durch Oblak für kurzgeschickt den Winkel. Kann den Versuch eines Hebers problemlos abfangen. Haben wir da noch die nächste Möglichkeit? Ja, haben wir. 37. Miranda muss nach einer Flanke von Dealey Kopf und Kragen riskieren. George Evans stand einschussbereit in günstiger Position direkt hinter ihm. Und das heißt hier wohl Ecke. Callum Patterson, dritte Ecke in der Partie.
Alderweireld mit einer etwas kurzen Abwehr. John Daly versucht es aus der Drehung, aber der Schuss des irischen Nationalspielers ist zu schwach und eine leichte Beute für Jan Oblak. Und jetzt die nächste Chance für Atletico. Hundertprozentige. Kann den schlecht platzierten Schuss abwehren hier, Cameron Bell. Weil Thomas hier fast die Möglichkeit hat. So, mal gucken, was jetzt hier noch so passiert. 4 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit. Jetzt die Chance Atletico. Mandzukic schießt aus 15 Meter halb rechter Position einfach mal ab. Der Ball zickelt 1 Meter über die Latte. Also jetzt steht es hier in der Addition 6:3 für uns. Also 3 Tore braucht Atletico auf jeden Fall noch. Und ich glaube, eine Verlängerung wird es hier schon mal nicht mehr geben. So, dann gehen wir doch gleich mal jetzt hier in die Halbzeitansprache rein. Mal gucken. Motivieren hier unsere Vierer und loben unsere Zweier da unten. So, mal gucken. Evans können wir auch mal loben. Der das gut macht als Ersatz für unsere offensiven Mittelfeldleute, die ja momentan aufgrund einer Pause pausieren. Sehen es hier. Ihre Spieler sind sich sicher, dass das mit der nächsten Runde klappt. Stimmung 15 von 20, Teamwork 42 von 100. So haben wir uns das vorgestellt und dann können wir reingehen in die zweiten 45 Minuten hier in der Partie. So, mal schauen. Chance Atletico 51. Thomas legt schön auf für Koke, der verzieht. Da muss der technisch versierte Mittelfeldspieler mehr draus machen. So, Concentration Phase ist abgelaufen. Dann gehen wir doch mal hier in die Offensive. Und machen jetzt die ersten Wechsel. Javier Manquillo kommt rein für Felipe. Bei uns kommt Saido Berrachino rein für Samaras. Erstmal die Chance. Gefährlich vorgetragener Angriff. Dann aber Evans mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. Und es kommt Antoine Griezmann für Arda Turan. Muss ich auf jeden Fall mal kurz hier reingehen und Pedersen die neue Aufgabe hier zuweisen. So, mal gucken. Jetzt auf jeden Fall der Wechsel bei uns. Saido Berrachino für Georgios Samaras. Nächste Chance für uns. 66. Kasa Niklic vernascht. Dann aber auch 19 Metern rechts vorbeischießt. Kasa Niklic, Feierabend. Erstmal der Wechsel bei Atletico. Alessio Cerci für den Torschützen Mandzukic. Für den Ex-Münchener und Ex-Wolf. Und Ex-Zagreb-Akteur Mandzukic. Und bei uns Benjamin Verbic für Alexander Kasa Niklic. So, 70. Der letzte Wechsel, den ich jetzt noch machen möchte. Chance Atletico. Cerci, der mit der Innenseite den Ball an Torhüter Bell vorbeibuxiert. Aber der kann die Situation mit einem Weltklasse-Reflex entschärfen. Gott sei Dank hier. Mal gucken, Morrison oder Accra. Ich glaube, Morrison darf jetzt mal zum Einsatz kommen. Hat sich das auch verdient gehabt. Er kam ja relativ nach seiner Verletzung wieder rein, hat sich daraufhin gleich wieder verletzt. Und jetzt darf er einfach die Chance hier bekommen. Weiter Einwurf von Koke. Cameron Bell kommt heraus, fängt den Ball ab. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt. Und Madrid ist wieder im Ballbesitz. Die jetzt auch wieder eine Chance haben. 76. Raul Garcia auf Thomas. Aber der steht im Abseits. So, sagen nochmal voller Angriff. 10 Minuten hier. Im Estadio Vicente Calderón. Wir stehen, wie gesagt, schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Werfen hier einen der Top-Favoriten auf den Titel mit Atletico Madrid raus. Das ist auch schon eine Überraschung. So, 88. Sensationeller Abschlag in Madrid. Cameron Bell mit einem weiten Abschlag. Wäre plötzlich im Laufduell gegen Miranda durch. Zieht sofort. Aber Oblak dreht den Ball noch um den Pfostenecke. Na, das wäre es ja gewesen. Aber so ist es halt.
Jetzt haben wir immerhin die Ecke, möglicherweise da die Möglichkeit zur Führung. So, Callum Patterson mit der Ecke in der 87. Alderweireld kann mit einem Befreiungsschlag klären. Eine Minute Nachspielzeit. Und dann ist der Triumph perfekt. Nachdem wir jetzt in der letzten Partie 2:4 verloren haben gegen Celtic, haben wir jetzt mit dem 2:2 hier die nächste Runde erreicht. Gucken mal in die Statistiken. 60-40% Ballbesitz, 12-10 Chancen, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und mit der Änderung hier der 5-Jahreswerten oder 4, ganz herzlich willkommen heißen hier zum Nachbericht der Zwischenrunde der Europa League. Wir sehen uns hier Schottland auf Platz 13 wieder und dann können wir doch weitergehen. Nämlich hierhin. Zum Nachbericht der UEFA Europa League dritte Runde. Wir sehen es hier oben, die Glasgow Rangers gewinnen 6:3 nach Hin- und Rückspiel. 2:2 ging es jetzt hier im Estadio Vicente Calderón aus. Spieler spielt beim Gegner Javier Manquillo mit einer 1:5 und John Daly mit einer 2:5, der das Tor gemacht hat, genauso wie George Evans. Beide Ansprachen haben funktioniert. Und dann gucken wir mal in die Statistiken. Dort sehen wir es, 9:8 Schüsse, 5 aufs Tor, 4 daneben, 10:8 Chancen, 60-40% Ballbesitz und Spieler des Spiels John Daly. Jetzt zu den Ergebnissen. Das sehen wir, Tottenham Hotspur gewinnt auch das Rückspiel. Tony Watt, Nasser Schadli und Eriksen mit den Treffern gewinnen dann insgesamt 7:1 gegen Gladbach. AS Monaco ist eine Runde weiter, genauso wie 89er in Hoffenheim. Newcastle ist weiter, Zenit St. Petersburg ist durch. Celtic hat es leider nicht geschafft. Haben 2:1 das Rückspiel zu Hause verloren, ist natürlich bitter, aber naja. Muss man mit leben, Florenz ist, Villarreal ist weiter. Dann ist Lyon weiter, der Dynamo Moskau ist ebenso weiter. Unser Gruppenmitglied, die wir ja auf den bleibenden Platz verdrängt haben. Dann sind wir natürlich weiter. Sevilla ist durch, Sporting Braga ist weiter. Dann Valencia ist weiter, die sich hier knapp durchsetzen. Sporting Lissabon hat es geschafft, Borussia Dortmund eine Runde weiter. Und der FC Basel ist ebenso eine Runde weiter. Jetzt zu den Stimmen. Das sagte Diego Simeone. Meine Mannschaft hat mir Freude gemacht. Sie hat bei diesen schwierigen Bodenverhältnissen gezeigt, dass sie nicht nur spielen, sondern auch kämpfen kann. Rangers war recht aggressiv. Leider haben wir ein paar unglückliche Entscheidungen. Das spielt nicht unbedingt für uns beeinflusst. Und Zoe L. aus Denhausmeyer, ein Fan von uns. Der Fußball ist ein gutes Mittel, dass die Leute nicht an gefährlichere Dinge denken. Das stimmt und Nicolas Issi mit Marin hier mit dem Zitat des Tages. Zu unserer Niederlage muss man sehen, dass wir bei der TSG 1899 Hoffenheim gespielt haben. Okay. Issi mit Marin ist hier einer der besseren Spieler. Wurde für 3,3 verpflichtet, 9,9 Wert, also die haben da wirklich Gewinn gemacht mit dem Spieler. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in die Auslosung. Nämlich in die Auslosung des Achtelfinales. Zwei deutsche Vertreter sind noch dabei mit Hoffenheim und Dortmund. Also schon breit gefächert. Mal gucken, auf wen wir treffen. Tottenham Hotspur empfängt zu Hause Underwhite Hart Lane. Dynamo Moskau. Das ist natürlich ein richtiger Knüller. AS Monaco empfängt zu Hause im Stade Louis II uns, okay. AS Monaco ist eigentlich eine machbare Aufgabe, würde ich sagen. Wir können froh sein, dass wir im Rückspiel das Heimrecht haben. 1899 Hoffenheim gegen den FC Sevilla. Newcastle United gegen Sporting Praga. Zenit St. Petersburg empfängt zu Hause den FC Valencia. OSC Lille mit dem Heimrecht gegen Sporting Lissabon. Auch eine interessante Partie. FC Villarreal empfängt zu Hause Borussia Dortmund.
Und dann entscheidet es sich entweder Lyon oder Basel. Lyon im Startchelon mit dem Heimrecht gegen den SC Basel. Damit haben wir es ausgelost. Wir treffen hier auf den AS Monaco. Auch eine wirklich ordentliche Aufgabe. Da muss ich auf jeden Fall gleich mal reingehen. So, unsere Reserve gewinnt 3-0. Pokalprämie 270.000. Zusätzliches Budget und dann müsste ich mal kurz in die Scouts rein. Dass sich der nicht mehr hier um Atletico kümmert, sondern um den AS Monaco. So, das sind sie schon, die Monegassen. So, dann gucken wir mal, ob wir da den einen oder anderen Spieler kennen und ihn dann auch fertig machen können. So, muss ich erstmal in den Kalender, um es noch entsprechend anzupassen. Hier die Spiele gegen Kilmarnock. Mittwoch Europa League, okay, ein komischer Zeitplan. Aber es mir soll es recht sein, haben wir hier 2 Tage Pause dazwischen. So, werden das ja weiterverfolgen. Und dann arbeiten wir uns jetzt hier vor zur Partie gegen Dundee United. Oh, geht wieder hoch. Aber wir stehen immer noch kurz vor der Entlastung aus finanziellen Gründen. Immerhin 5 und nicht 4. Also 25 stehen da hinter uns. Einige erreichte Trainingsziele, wie wir hier sehen können. So, Marcin Corrigan vor dem Aus beim Aussteiger aus Ayr United. Wilson entscheidet das Topspiel zugunsten von Heart of Midlothian. Und dann haben wir es doch geschafft hier zum Auswärtsspiel gegen Dundee United, die wir ja vor kurzem im FFA Cup mit 5 zu 2 schlagen konnten. So, 9 Nachrichten. Thielemans ist enttäuscht wegen seinem schwachen Fuß. Na, das kriegt man auch noch hin. So, Scouting abgeschlossen von Bruno Mendes auf der 10, hat eine 72 mit 20, ordentliche Stärke. Ariob Koshival, Trainingsziel. Behzat Haidari, ebenfalls erreichtes Trainingsziel. So, Neil McCann, ebenfalls ein erreichtes Trainingsziel vorzuweisen. 78 Punkte schon sich verbessert. So, und Philip O'Callaghan, ebenfalls Trainingsziel. So, Thielemans enttäuscht und dann gucken wir jetzt gleich mal hier, wie wir das Ganze aufstellen wollen. Aber ich denke mal, es sieht soweit ganz gut aus. Archer sehen, dass sie so langsam fit sind, aber ich gönne denen noch ihre Ruhe. So. 1000 Siegprämie. Teamvergleich. Gucken wir mal kurz. Passt eigentlich auch soweit. So, man kümmert sich hier um John Rankin, dann passt es. Hier geht man auf jeden Fall wieder ein bisschen nach vorne. Das habe ich jetzt nur zuletzt gemacht wegen dem Spiel. Weil ich da die Angst hatte, dass Atletico ja angreift und dadurch das ein oder andere Tor macht. Dem kam es ja nicht dazu, zum Glück.